In diesem Video zeige ich euch heute mal eine etwas andere, aber trotzdem gehäkelte Blume. Alles, was wir für diese Blume brauchen, ist etwas weißes Garn für die Mitte der Blume und buntes für den Rand. Außerdem eine dazu passende Häkelnadel, eine Schere und eine Wollnadel. Wir beginnen mit einem Fadenring. Es folgen zwei Luftmaschen. In diesen Fadenring hinein häkeln wir nun 8 halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei. Und 8. Nun ziehen wir hier am kurzen Fadenende, damit sich der Ring komplett schließt. In das erste halbe Stäbchen vom Anfang hinein häkeln wir eine Kettmasche, um diese erste Runde abzuschließen. An dieser Stelle ziehen wir den hellen Faden schon durch die Schlaufe, schneiden ihn ab und ziehen ihn fest. An dieser Stelle, wo wir eben aufgehört haben, schlingen wir jetzt den farbigen Faden neu an. Wir starten mit einer Luftmasche. Als erstes verdoppeln wir die Maschenanzahl, indem wir in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Wir starten hier vorne bei der Masche der Luftmaschenkette. Eins. Zwei und in die nächste Masche auch wieder 2 feste Maschen. Drei. Und 4. Je 2 feste Maschen in die nächsten Maschen, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. Fünfzehn und 16. In die erste feste Masche vom Anfang häkeln wir eine Kettmasche.
Die neue Runde beginnen wir mit 2 Luftmaschen. Jetzt schlagen wir den Faden 6-mal über die Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ganze nicht zu fest ziehen. Wir stechen mit der Nadel in die nächste Masche ein. In diesem Fall ist es die erste, also direkt in die Masche der Luftmaschenkette. Wir holen den Faden durch und haben jetzt 8 Schlingen auf der Nadel. Nun schlagen wir den Faden einmal über und ziehen ihn anschließend durch alle diese Schlingen auf der Nadel. Ihr müsst das Durchziehen nicht in einem Zug machen. Ich zumindest schaffe das meistens nicht und verzweifle dann immer. Es geht auch Masche für Masche, so wie ich es euch jetzt zeige. Der Trick ist, dass man die Schlingen nicht zu fest auf der Nadel hält. So sieht das Ganze aus. Nun folgen noch 2 Luftmaschen. Wir beginnen nun sozusagen wieder von vorne und schlagen den Faden 6-mal über die Nadel. Nun stechen wir mit der Nadel in die nächste Masche ein und holen uns den Faden durch. Wir schlagen den Faden über und ziehen ihn durch alle 8 Schlingen auf der Nadel. Abschluss folgen wieder 2 Luftmaschen. Wundert euch nicht, dass die Abstände hier noch so groß aussehen. Umso mehr wir jetzt davon häkeln, umso enger werden die Abstände später. Im Prinzip kennt ihr nun auch schon das ganze Geheimnis. Ich zeige es noch einmal. Wir starten damit, den Faden 6-mal über die Nadel zu legen. Wir stechen in die nächste Masche ein und holen uns den Faden durch. Wir schlagen den Faden über und ziehen ihn durch alle 8 Schlingen auf der Nadel. Zum Abschluss folgen 2 Luftmaschen. Das Ganze wiederholen wir jetzt für jede dieser Maschen, bis wir wieder hier vorne angekommen sind. Nach 15 dieser Stiche sieht das alles nun auch schon etwas enger aus. Wir wiederholen aber noch ein 16. Mal. Wir schlagen den Faden 6-mal über die Nadel. Wir stechen in die letzte verbleibende Masche und holen uns den Faden durch. Faden überschlagen und durch alle Schlingen auf der Nadel ziehen. Folgen 2 Luftmaschen. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die zweite Luftmasche vom Anfang. Ich mache gerne immer noch eine Luftmasche, bevor ich den Faden abschneide. Jetzt können wir den Faden direkt durch die Luftmasche ziehen und haben automatisch einen Knoten. Je nachdem, ob ihr den Faden weiter zum Vernähen braucht oder nicht, könnt ihr ihn jetzt mit der Wollnadel auch verstecken. Den Rest schneiden wir ab und fertig. Wie immer freue ich mich über ein Like und auch über einen Besuch auf meiner Webseite, auf der ihr noch viele andere kostenlose Anleitungen in Video- und Textform findet.